Jutenhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 19 Karriere mit Dynamo Dresden. Heute spielen wir zu Hause gegen den Jan Regensburg. Mal gucken, wo die stehen. Also unser einer steht ja ganz oben. Und Regensburg steht auf der 10. 6 Siege, 8 Unentschieden, 7 Niederlagen. So, dann sorgen wir mal dafür, dass heute die 8. dazukommt, wa? Oh, haben wir hier noch irgendwas, wa? Nö. Bin ich ja mal gespannt, wie das Wetter ist. Ich habe jetzt vorher nicht geguckt. Er ist der Topscorer der Liga, aber kann er auch heute wieder glänzen? Kann er uns auch heute wieder begeistern? Wir werden es erleben, live. Wäre schön, wenn er sich den goldenen Schuh holt. Das passt dann schick zu den Leibchens. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Wir erwarten uns einiges von der heutigen Partie und gleich geht's dann auch los. Sonnenschein. Hallo. Es schneit nicht. Heute erwartet uns das Spiel Dynamo Dresden gegen Jan Regensburg. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Bei Ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute. Ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Links und rechts jeweils einer. Und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation. Vorne drin also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders. Gute Idee, dieser Ball. So, der Eisenkranz. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Die haben es aber auch sträflichst allein gelassen. Kurze Distanz, kein Thema für ihn. Das macht er ganz souverän. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er unhaltbar war. Aber interessiert uns das? Nö. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt nicht könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Correa. Andreas Geipel. Da passt er auf! Die Heimmannschaft auf diesem Tabellenplatz. Das ist für mich wirklich. Warum? Ja, sie haben sich wirklich oben festgesetzt und es sieht bislang ja gar nicht danach aus, als käme irgendwann mal eine Schwächephase. Also sie ist ja nicht so, dass sie ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Da wäre jetzt Platz. Da ist die Flanke. Und der Pass! Super Kopfball! Super, was spielen die denn jetzt mit da zusammen? Da hat das Timing absolut gestimmt. Das war ein super Abschluss, da hat er das richtige Timing und die Sprungkraft und nimmt den Ball ganz stark per Kopf. Ein tolles Tor. Den Ball hat er super mit dem Kopf getroffen. Das kann er. Da springt er auch genau im richtigen Moment hoch und trifft den Ball voll. Exzellentes Timing. Schön in die Ecke geköpft, wie ein Torhüter oder so. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, so, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Jetzt steht es 2-0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Dominik Volkmar. Salah. Andreas Geipel. Aber das wäre jetzt gerade ein bisschen zu einfach. Jonas Niedfels. Gut verteidigt hier. Wer so wie Pässe spiele beim höheren Schwierigkeitsgrad, nutzt sie doch gnadenlos aus. Oua. Da kommt der Schuss. Sie müssen hier irgendwie ein Tor machen, um wenigstens überhaupt noch mal das Spiel zurückzufinden. Aber wie so oft, dann gelingt dir eben gar nichts. Der hier war knapp. Es fehlt also auch ein bisschen das Glück. Da
Schönes Zuspiel. Ein klasse Schuss, da hat er ein bisschen Pech, der geht knapp vorbei. Ey, die sind ja hinten offen wie ein schönes Tor. Sie haben Platz. Ach, denn der hat noch der rechten Seite. Hereingabe jetzt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Erstmal keine Gefahr mehr, aber schön, jetzt könnte der nächste Angriff kommen. Ja klar, und das pfeift da. Das war faul, da muss er Freistoß geben. Was ein Schwachflug. Ganz einfach an den Ball gekommen. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Müller. Da kommt der Pass. Und jetzt die Chance. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Sag mal. Was ist denn der Quatsch? Wollt mir ja nicht wundern. Haben sie sich klasse durchkombiniert und dann cool, macht das er plötzlich ganz zwei und so eine Chance nutzt er, dann ist ja klar. Er ist heute richtig gut drauf, das war für ihn Tor Nummer 2. Sie liegen deutlich vorn. Frag mich zwar immer, warum Andreas Geipel, dann Dominik die Volkmar, Salah, Formation umstellt. Jonas Niedfels. Wenn man sie doch vorher eigentlich eingestellt hatte. Fängt diesen Ball ab. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Guter Pass. Den Ball spielt er gut. Macht er ihn! Viel Verkehr im Strafraum. Gleich kommt die Ecke. Aber auch ein Stramm mit Schüsschen. Ecke kommt. Berko. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Gut. Ob diese Partie wirklich nochmal spannend? Und jetzt laufen die zweiten 45 Minuten. Die erste Hälfte war eine klare Angelegenheit. Ich bin gespannt, ob sie noch mal ins Spiel zurückkommen. Jetzt ist die Kugel weg. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Warum läuft der da nicht weiter? Ne? Steht hier. Standards und können eine Waffe sein. Mal sehen, wie die Ecke wird. Ja, das ist heute noch nicht sein Spiel. Er hat heute Probleme, sich in Szene zu setzen. Sehen wir ja auch eingeblendet. Gute Chance. Guter Versuch aus der Distanz. Da hat nicht viel gefehlt. Ah, da hätte das Tor fallen können. Boah, das wäre es natürlich gewesen, wenn der Schuss aus dieser Distanz reingeht. Ein satter Distanzschuss. Schadi? Schadi oder so. Ein ganz starkes Spiel bislang von ihm. Die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich jetzt vielleicht. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Den Ball hat er. Ganz souverän. Ballverlust. Oh oh. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Klasse Aktion. Ball ist weg. Äh.
André Day. Magleis. Jetzt die Flanke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Da kann ich am Gegner vorbeilaufen. Guck dir das an, ey. Das ist doch. In jedem Spiel würde so was abgepfiffen werden als taktisches Foul. Nur nicht bei EA Sports. Und warum nicht? Weil sie keine Ahnung vom Fußball haben. So wie sie bei NHL keine Ahnung vom Eishockey haben. Mit so einer eindeutigen Kiste hätte ich hier nicht gerechnet. Ja, überrascht mich ebenfalls. Aber die alte Regel gilt auch heute. Wer gewinnen will, muss Tore schießen. Und das gelingt ihm gut in den Lauf gespielt. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Schöne Aktion. Jetzt könnte er flanken. Er war noch dran, gibt Ecke. Jan Regensburg bringt einen neuen Mann. Es gibt einen Wechsel. Ja, und es wird natürlich jetzt interessant zu sehen sein, wie gut der neue Mann mit dieser Rolle zurechtkommt. Jetzt kommt die Ecke. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Janis Nikolaou. Die Mitspieler bieten sich an. Ball kommt rein. So, erstmal nicht her nach dieser Reihe. Schade. Da war noch einer dran, daher Eckstoß. Die Ecke kommt. Ganz stark auf der Linie. Den Kopfball hat er. Naja. So richtig schwer war das nicht. Da kam ja noch auf den Mann. Also feiert ihn hier mal nicht. André Day. Für so eine Nebensächlichkeiten. Der ist zu weit. Schönes Pressing jetzt. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Jetzt wird's gefährlich. Kommt jetzt die Flanke, da gewinnt er den Zweikampf. Sebastian Nachreiner. Fahne ist oben, da ist er etwas zu früh losgelaufen. Jan Regensburg bringt einen neuen Mann, es gibt einen Wechsel. Ja, soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen. Jetzt kommt der Wechsel, eine ganz, ganz starke Leistung war das heute von ihm. Janis Nikolaou. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Ja, er macht auch noch sein Tor. Da hat er überhaupt keine Probleme beim Abschuss aus kurzer Distanz. Ganz starke Vorstellung heute und selbst jetzt, kurz vor Schluss, machen sie weiter Dampf. Einfach gnadenlos überlegen. Hier nochmal dieser Treffer. Sehr schön. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. Fred Onyedinma. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Das war mal kein guter Pass. Klasse Zuspiel. Da kommt der Steilpass. Schuss! Gleich kommt der Eckstoß rein. Jetzt die Ecke. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Berko. Da kommt die Flanke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Ja, warum denn nicht? Der Versuch aus der Distanz. Das war knapp. Wenn da das Tor fällt, dürfen sie sich nicht beschweren. Weil der Torhüter hat nicht mal reagiert. So, das ist der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Tja. Den Schmitz hatten wir, dann nehmen wir heute mal wieder die anderen.
Ja, nächstes Spiel geht dann gegen Darmstadt in Darmstadt. Und da werden wir uns dann... Ach nee, halt, Moment. Stopp. Jetzt wollen wir gucken, wann haben wir denn eigentlich mal Länderspiele? Oh, da. Eins gegen Ungarn in der EM-Quali. Und da kommen wir gleich zum nächsten. Quatsch. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich wollte da hingehen. Genau. So, was haben die denn für eine Aufstellung? Eine 4-4-1-1 offensiv. Aber ich will mal eine andere testen. Und zwar... Genau die wollte ich testen. So. Oh, der alte Mann. So. Der ist doch aber auch schon... Ah, 31 geht. So, Poyan Palo. Pucki. Da muss noch... Mir wäre schon lieber, wenn da auch ein rechter Flügel spielt. Dann linker Flügel und da weggehen. Auch schön. Dann packen wir da Pucki hin. Ist mir egal. Das Pucki. So. Joronen. 75 ZDM, da kommt da natürlich dann. Achso. So. Sieht ja schon mal gar nicht so verkehrt aus halt. Ach, rechter Verteidiger, einen 64er haben wir da bestimmt oben besseren. Haben wir nicht. Ist denn eigentlich unser... Ja, wollen wir mal gucken. Wir hatten ja auch einen Verteidiger bei uns, der glaube ich auch aus... Finnland kam. So. Und wir haben hier 63er drin. So. Rechter Verteidiger haben wir. Ach du Sch. Na, zeig mir, was du hier haltst. Eieiei und jeiei. So richtig doll ist das nicht. Aber wieso? Da ist er doch. Ach, das ist ein Däne. Warum heißt der Hämmerleinen, wenn der Kind wenn der Kind Finn ist? Frechheit. Vortäuschung falscher Tatsachen. Puh. Na gut. Dann hätten wir das jetzt auch. Also. Aber da habe ich eine Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Das heißt, wir werden... Was sagt denn eigentlich unser... Ist ja noch unterwegs? Wird eingerichtet in Deutschland. Was haben wir denn an... 2,8. Naja. Gut, jedenfalls sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Dann in Darmstadt. Ich wünsche euch was. Tschüss, euer Hightower.